Der Ball spaziert, der Ball spaziert. Hallo, herkommen. Der Ball spaziert, der Ball spaziert. Dann geht es jetzt los. Versteht ihr mich? Ja! Bitte? Nicht schlecht. Ein bisschen lauter. Mikrofon. Haben wir leider nicht. Okay. Wir schreien so laut es irgendwie geht. 1848 wurde es zum ersten Mal propagiert. Das Recht auf Faulheit. Eigentlich muss heißen, das Recht auf Arbeit, Menschenrechte. Ah, was für ein Quatsch, meinte der Denker Lafarge. Lafarge und hielt sein Recht auf Faulheit dagegen. Kurz zum Lafarge. Paul Lafarge ward geboren 1842 auf Kuba. Er war ein Mulatte, wie er sich stolz selbst titulierte. Die Mutter Kreolin, der Vater Franzose. Er lebte in Frankreich, England und Spanien. Laura, Jenny und Karl Marx' Tochter, nahm ihn zum Manne. Trauzeuge war Friedrich Engels. 1911 wählte das Paar den Freitod. Hört nun den wahrlich ergötzlichen Text von Lafarge, das Recht auf Faulheit, in einer Bearbeitung für ambitioniertes Straßentheater. Das Recht auf Faulheit, Vorwort. Im Jahre 1849 sagte der Bürger Thiers als Mitglied der Kommission für den Grundschulunterricht: Ich will den Einfluss der Kirche umfassend wiederherstellen, weil ich auf sie zähle in der Verbreitung jener guten Philosophie, die den Menschen lehrt, dass er hier ist, um zu leiden. Leide, leide, leide. Und nicht jener anderen Philosophie, die im Gegenteil zu Menschen sagt: Genieße, genieße, genieße. Als das Bürgertum noch gegen die Kirche kämpfte, befürwortete es freie Forschung und Atheismus. Mit voller Inbrunst hätte es gesungen: Es rettet und kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Fröhlich hatte das Bürgertum die Überlieferungen des Heidentums aufgegriffen und das Fleisch und dessen Leidenschaften, diese Gräuel in den Augen des Christentums, verherrlicht. Wein, Ficken und Gesang. Heute dagegen, gestoppt mit Gütern und Genüssen, will das Bürgertum davon nichts mehr wissen und predigt den LohnarbeiterInnen Enthaltsamkeit. Ora et labora, nur betten und arbeiten. Die kapitalistisch-bürgerliche Moral belegte das Fleisch der ArbeiterInnen mit einem Fluch, dessen Ziel es ist, ihre Bedürfnisse auf das geringste Maß zu drücken, Freude und Leidenschaften zu erwürgen und sie zu bedürfnislosen Menschen zu degradieren, aus denen Mensch pausenlos und gnadenlos Arbeit herausschütten kann. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Wir müssen also den Kampf
den einst das Bürgertum selbst gekämpft hat, wieder aufnehmen. Wein, Ficken und Gesang. Wir müssen in den Köpfen der ArbeiterInnen die zur Aktion gerufenen Klasse die Vorurteile ausrotten, welche die herrschende Klasse gesät hat. Der Mensch ist nicht des Menschen Feind, sie ist seine Freundin. Wir müssen verkünden, dass die Erde aufhören wird, das Tal der Tränen für die ArbeiterInnen zu sein, dass in der Gesellschaft, die wir errichten werden, die menschlichen Leidenschaften sich selbst überlassen werden, da alle Menschen von Natur aus gut sind. Das Recht auf Faulheit, Kapitel 1. Ein verderbliches Dogma. Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterinnenklasse, die aller Länder, die Sucht nach Arbeit. Und dies, genau, und dies, obwohl in einer kapitalistischen Gesellschaft die Arbeit der Hauptgrund für geistige Verdummung und körperliche Verkrüppelung ist. Man betrachtet die edlen Wilden, wenn sie die Missionarinnen des Handels und die Vertreterinnen von Glaubensartikeln noch nicht durch Christentum, Syphilis und das Dogma der Arbeit verdorben haben. Und dann vergleiche Mensch, die mit ihnen unsere elenden Menschensklavinnen. Die Philosophinnen des Altertums lehrten die Verachtung der Arbeit. Diese Herabwürdigung des freien Menschen. Doch das Proletariat, die große Klasse, die, indem sie sich befreit von der knechtischen Arbeit und aus dem menschlichen Tier ein freies Wesen machen würde, verleugnet seine Instinkte und verteidigt bis zur Erschöpfung das Dogma der Arbeit. Ich, dein Chef, verkünde dir, du bist gefeuert. Was? Aber ich brauche die Arbeit. Ich, der faule Philosoph, versichere dir, niemand braucht kapitalistische Arbeit. Aber ständig steigt die Miete. Dann werde ich gegen die Mieterhöhung. Als Arbeitsfreie hast du Zeit dazu. Aber ich brauche etwas zum Anziehen und zum Essen. Dann nähe dir etwas. Geh Containern, mach Guerilla-Gardening. Als Arbeitsfreie hast du die Ruhe dazu. Aber ich brauche einen Sinn. Dann überleg dir einen Sinn. Als Arbeitsfreie hast du Muße. Nein, ich brauche die Arbeit. Eine Möglichkeit gäbe es schon. Ich tue alles, Chef. Gut, unser Unternehmen hat ein Subunternehmen gegründet. Alles würde für Sie bei Malten bleiben. Sie könnten auch weiter hier arbeiten. Leider aber nur für den halben Lohn. Wann kann ich unterschreiben? Leider, leider allzu wahr. Das Recht auf Faulheit, Kapitel 2. Der Segen der Arbeit. Danke für das Stichwort Segen, denn das stimmt vollkommen. Die Arbeit ist ein Zügel für die menschliche Leidenschaft. Je mehr die Bevölkerung arbeitet, umso weniger Laster gibt es. Die Arbeit selbst ist das Laster. Keine größere Lasterhöhle gibt es als eine kapitalistische Werkstatt. Sie macht aus freien Menschen Sklavinnen. Und wenn schon, es ist wichtig, Stolz und Unabhängigkeit sind zu beugen. Wer 12 Stunden am Tag arbeitet, kommt nicht auf dumme Gedanken. Dumme Gedanken führen nur zu Gewalt und Leid. Doch Arbeit befriedet. Die Religion der Arbeit ist herabwürdigend. Wie kann eine Beleidigung befrieden? Schon vergessen? Das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht. Es wurde vom revolutionären Proletariat erkämpft. Schande über die Proletarierinnen. Sie haben die Menschheit den Fabrikbaroninnen ausgeliefert. ArbeiterInnen schinden sich, zerrütten ihre Nerven. Sie haben einen kranken Magen und kaputte Gliedmaßen. Ein gesundes Vergnügen kennen sie nicht. Ach, wo sind jene mit frechem Mundwerk und frischer Offenherzigkeit? Wo sind die Übermütigen, die stets singend Leben säen, wenn sie sich dem Genuss hingeben? Schande über ein Proletariat, das Recht auf Arbeit als revolutionäres Prinzip proklamiert. Tatsache ist, unser Jahrhundert ist das Jahrhundert der Arbeit. Ja, und gerade deswegen ist es das Jahrhundert der Schmerzen, des Elends und der Verderbnis.
weil wir Opfer für den Fortschritt bringen müssen. Der Fortschritt ist der älteste Sohn der Arbeit. Und durch den Fortschritt ist das Glück auf Erden nah. O grausige Geschenke des Götzen Fortschritt. Vor 50 Jahren konnte ein Mensch eine ganze Familie ernähren. Heute arbeiten alle. Viele haben sogar 2 bis 3 Jobs, weil einer nicht langt. Ist das Fortschritt? Alles muss nur schlecht rennen. Nichtsdestotrotz, wer Armen Arbeit gibt, ist ein Menschenfreund, ein Wohltäter der Menschheit. Die NäherInnen in den Fabriken von Bangladesch, sie arbeiten 10, 12, 16 Stunden am Tag und können doch ihr Leben kaum fristen. Die MetzgerInnen der Massenschlachtanlagen, ihr Lohn beschert ihnen nur ein elendes Dasein in Armut. Die ArbeiterInnen in den Plantagen, ihnen gehen Kinder zur Hand, weil der Lohn der Eltern nicht für das Nötigste reicht. Es ist besser, die Pest zu säen, als den Armen eure Arbeit zu geben. Ohne uns wären sie noch ärmer dran. Nein. Ihr habt ihre alte Beschäftigung zerstört, ihren Grund gestohlen, ihre Ressourcen verbraucht. Darum bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in euren Fabriken zu darben. Jedenfalls, nur durch Arbeit wächst die Wirtschaft. Nur durch eine wachsende Wirtschaft entsteht Wohlstand. Ha, jetzt habe ich dich. Was folgt aus Wachstum? Na, Wohlstand. Nationalreichtum. Falsch. Krisen. Dadurch, dass die Arbeiter in den Leib und Seele dem Last der Arbeit ausliefern, stürzen sie die ganze Gesellschaft in die industriellen Krisen der Überproduktion. Dann werden wegen Überfluss an Waren und Mangel an AbnehmerInnen die Werke geschlossen. Und mit seiner 1000-strähnigen Geißel peitscht der Hunger die arbeitende Bevölkerung. Es stimmt, industrielle Krisen folgen dem Wirtschaftsaufschwung wie die Nacht dem Tag. Die Warenlager laufen über, Überflüssiges muss vernichtet oder verramscht werden. Aber das ist ein notwendiger, natürlicher Prozess. Auch in die Natur wird Überflüssiges eliminiert. Konkurrenz führt dazu, dass diejenigen überleben, die am effektivsten und am billigsten produzieren. Wie ich. Arbeitet, arbeitet, Proletarier! Macht euch gegenseitig Konkurrenz, unterbietet euch im Lohn, übertrefft euch im Fleiß und vermehrt damit aller euer persönliches Elend. Arbeitet, um immer ärmer geworden, noch mehr Ursache zu haben, euch zu schinden und elend zu sein. Das ist das unerbittliche Gesetz der kapitalistischen Produktion. Das ist das Gesetz des Chaos. Jetzt bist du sarkastisch. Das Proletariat muss zu seinen natürlichen Instinkten zurückkehren. Muss die Faulheitsrechte ausrufen, die tausendfach edler und heiliger sind als das schwindsüchtige Recht auf Arbeit. Es muss sich zwingen, nicht mehr als 3, 4 Stunden täglich zu arbeiten, um den Rest des Tages und der Nacht müßig zu gehen und flott zu leben. Träumer! Chaos! Das Recht auf Arbeit, Kapitel 3, was der Überproduktion folgt. Ein griechischer Dichter aus der Zeit Ciceros besang die Erfindung der Wassermühle als Befreierin der Sklavinnen und Errichterin des goldenen Zeitalters. Schöne der malenden Hand, o Müllerinnen, und schlafe sanft, es verkündet der Hahn euch den Morgen umsonst. Die Göttin des Ackerbaus hat eure Arbeit dem Wasser befohlen. Und jetzt hüpft der Bach leicht über die Räder dahin, dass die riesigen Achsen mit ihren Speichen sich wälzen und im Kreise die Last drehen des malenden Steins. Lasst uns nun endlich leben das Leben. Lasst uns der Gabe des Ackers, welche die Natur uns so freigebig schenkt, in Zukunft arbeitsfrei erfreuen. Ach, die Zeit der Muse, die der heidnische Dichter verkündete, ist nicht gekommen. Die blinde, perverse und mörderische Arbeitssucht hat die Maschine aus einem Befreiungsinstrument in ein Instrument zur Knechtung umgewandelt. Die Produktionskraft der Maschine verarmt die Menschen. Die einen sollen viel arbeiten, die anderen gar nicht. Nein! Wir müssen die Arbeit rationieren, wie Wasser auf einem Schiff in Not.
Wir müssen haltbare Produkte machen und keine, die möglichst schnell kaputt gehen. Wir müssen sinnvolle Produkte machen, nicht Waffen und Glyphosat. Wir müssen der Faulheit huldigen, statt die Welt zu zerstören. Das Recht auf Arbeit. Entschuldigung, das Recht auf Freiheit. Letztes Kapitel, Kapitel 4. Ein neues Lied, ein besseres Lied. Oh, Faulheit, erbarme du dich des unendlichen Elends. Oh, Faulheit, Mutter der Kunst und der edlen Tugenden, sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Wenn keine Lakaien und Generäle mehr geschmuckt, keine Kanonen mehr gegossen und keine Paläste mehr eingerichtet werden müssen, dann werden die Arbeiterinnen Zeit für Sport und Tanzübungen haben, um ihr Wohlbefinden weiter wiederherzustellen. Und statt katholisch aus dem Papst bescheiden, einen schlechten Wein zu trinken, werden die Menschen aus großen, randvollen Gläsern Bordeaux und Burgunder trinken und das Wasser dem Vieh überlassen. Faulheit, erbarme du dich des unendlichen Elends. Oh, Faulheit, Mutter der Kunst und der edlen Tugenden, sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Die Zeit totzuschlagen, die uns Sekunde für Sekunde tötet, wird man im Reich der Faulheit ständig Schauspiele und Theateraufführungen veranstalten. Man will zuerst eine Wahlpose aufführen, vor Wählerinnen mit Holzschädeln und Eselsohren werden Parteikandidatinnen den politischen Freiheitstanz aufführen, indem sie sich mit ihren Wahlprogrammen voller Versprechungen den Arsch abwischen, worauf die Köpfe der Wählerinnen im Chor ein kräftiges IA, IA brüllt. Faulheit, erbarme du dich des unendlichen Elends. Oh, Faulheit, Mutter der Kunst und der edlen Tugenden, sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Wenn die Arbeiterklasse sich das Laster der Arbeit sucht, welche sie beherrscht und ihre Natur herabwürdigt, gründlich aus dem Kopf geschlagen haben und sich in ihrer furchtbaren Kraft erhoben hat, nicht um das Recht auf Arbeit zu verlangen, das nur das Recht auf Elend ist, sondern um ein ehrenes Gesetz zu schmieden, das jedem Menschen verbietet, mehr als 3-4 Stunden pro Tag zu arbeiten, dann wird die alte Erde zitternd vor Wonne in ihrem Inneren eine neue Welt sich regen fühlen. Des unendlichen Elends, ob Faulheit, Mutter der Kunst und der edlen Tugenden, sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Thank you.